Hallo Freunde des Jungle Drum Radio, mein Name ist Lars Schall, ich bin unabhängiger Finanzjournalist aus dem Ruhrgebiet und ich bin heute mit einem der Autoren des Buches »Warum andere auf ihre Kosten immer reicher werden und welche Rolle der Staat und unser Papiergeld dabei spielen« verbunden, und zwar in Bayern mit dem Herrn Andreas Marquardt. Grüß Gott nach Bayern. Grüß Gott, Herr Schall. Hallo, jetzt ist erst einmal vielleicht die Frage, dass Sie sich mal vorstellen, Ihre Person, weil vielleicht nicht jeder weiß, wer Sie sind. Das mache ich, ja. Ich bin vom Hauptberuf her freier Finanzberater, bin in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und seit nunmehr fast 2 Jahren Vorstand des Ludwig von Mises Institut Deutschland, das knapp 2 Jahren gegründet wurde. Präsident ist Professor Dr. Thorsten Polleit. Und vor einem Jahr circa ist es jetzt her, als Philipp Bargus und ich gemeinsam beschlossen haben, uns an dieses Buch zu machen, dessen Titel Sie gerade eingangs genannt haben. Ja, bevor wir da einsteigen und zur Motivation kommen, warum dieses Buch geschrieben wurde, vielleicht ein paar Worte zum Mises-Institut und zu Mises, dem Ökonomen. Ist ja vielleicht auch nicht jedem geläufig. Genau deswegen gibt es das Institut, weil eben das nicht jedem geläufig ist, vor allen Dingen nicht die liberal-libertären Ideen, die Ludwig von Mises hier uns dargelegt hat. Und wir sehen es im Institut als Aufgabe, es einer möglichst breiten Öffentlichkeit hier darzulegen, weil es eben unbekannt ist. Und im Gegenteil, es herrscht ja bei den Menschen eine richtig gehende Staatsgläubigkeit. Und wir wollen ihnen den Glauben nehmen, dass vielleicht irgendwann mal eine politische Partei daherkommt, mit der dann alles besser wird. Und im Gegenteil, also es gibt die gravierenden Missstände, die sich alle sehr, sehr gut mit der österreichischen Schule, mit den Lehren der österreichischen Schule erklären lassen. Und weil Sie auch nach Ludwig von Mises als Mensch fragten, Mises war, das wissen viele, ein Ökonom, aber auch war noch mehr, war auch Sozialphilosoph und er hat uns unglaublich viel an Werken aufbereitet und hinterlassen, mit denen sich, wie ich es gerade gesagt habe, mit denen sich nahezu alle Missstände in Wirtschaft und Gesellschaft erklären lassen. Mises ist ja eigentlich ein Staatsskeptiker. Lässt sich das erklären, auch vor dem Hintergrund seiner Biografie? Er musste ja zum Beispiel seine eigentliche Heimat verlassen, weil da jemand totalitär daherkam. Das ist richtig. Er musste, als die Nationalsozialisten auftraten und Österreich angeschlossen wurde, musste er Österreich verlassen über die Schweiz und kam letztendlich dann in die USA. Ganz klar, sein Werk war unbequem. Alleine die Gemeinwirtschaft, in der er bewiesen hat, dass Sozialismus nicht funktionieren kann, oder sein Werk auch dann später Kritik des Interventionismus, wo er dargelegt hat, dass staatliche Eingriffe letztlich immer im Sozialismus oder im Totalitarismus enden. Insofern, klar, Mises war da unbequem und er musste darunter leiden. Wie ist das denn jetzt, wenn Sie sagen, dass Sie ja dann auch gegen den Interventionismus eingestellt sind? Es wird Ihrer Denkart der Nationalökonomie Österreichs wird immer wieder mal vorgeworfen, es handelte sich dabei um Marktradikale. Wenn Sie die Logik des menschlichen Handelns betrachten, die uns Mises in seiner Nationalökonomie hinterlassen hat, dann kommen Sie auf Basis dieses Denkens automatisch dazu, dass jeglicher Eingriff, der sich in diesen freiwilligen Tausch unter Menschen einmischt und eingreift, letztendlich störend ist. Und wer ist es, der immer wieder eingreift und glaubt, eingreifen zu müssen und letztlich auch damit sein eigenes Dasein begründen will und muss? Es ist der Staat und seine Politik. Ja, noch eine Frage, bevor wir dann endlich mit dem Buch anfangen. Wie ist das denn mit den freien Märkten und der Regulierung? Verträgt sich das miteinander? Absolut nicht. Wenn Sie heute in freie Märkte eingreifen, egal wer jetzt eingreift, führen Sie
führen sie immer irgendwelche Konsequenzen oder kommt es zu irgendwelchen Auswirkungen, die sie vielleicht gar nicht wollten. Und das hat auch was mit Wissen zu tun, weil in den Märkten selbst unter Millionen, Milliarden von Marktteilnehmern so viel Wissen vorhanden ist, dass letztendlich jeder, der glaubt, hier eingreifen zu können, zu müssen, Störungen hervorruft. Bei den Eingriffen von staatlicher Seite, da stellt sich ja dann mir auch die Frage, ob sich denn dann die unsichtbare Hand, die alles mehr oder weniger zum Besten regelt, à la Smith, ob die sich dann überhaupt noch zeigen kann. Die unsichtbare Hand, die kann sich heute schwer zu bemessen. Aber die staatlichen Eingriffe und Regularien und Gesetze sind derart unzählig, dass die unsichtbare Hand, würde ich sagen, sich eher nicht mehr zeigen kann. Mhm. Gut, dann kommen wir jetzt wirklich zu Ihrem Buch. 190 Seiten circa lang, unterhaltsam und leicht und verständlich geschrieben. Und also es geht um das Geld. Wie sind Sie da überhaupt zugekommen zu diesem Thema? Die meisten Leute benutzen Geld, machen sich aber eigentlich mehr oder weniger ihr Leben lang keinerlei Gedanken dazu, was sie da eigentlich machen. Na gut, ich hatte es eingangs gesagt, ich bin in der Finanzdienstleistungsbranche tätig. Ich habe 1983 eine Bankausbildung gemacht, war also schon immer mit dem Thema Geld unterwegs. Und irgendwann, dürfte vor 10 Jahren, schätze ich, gewesen sein, habe ich gesehen, mit welchem Wachstum sich die Wachstumsrate, sich die Geldmenge vermehrt. Und dann habe ich angefangen, mich näher mit zu beschäftigen und bin dann letztendlich auf Umwegen bei der österreichischen Schule der Nationalökonomie gelandet. Das ausschlaggebende Buch vorher war für mich, das erzähle ich immer gerne wieder, war die Goldverschwörung von Ferdinand Lips gewesen. Ja. Und letztendlich habe ich dann Bader gelesen und bald auch darauf schon Mises Nationalökonomie in der Hand gehabt. Muss aber zugeben, dass ich vor vielen, vielen Jahren damit noch nicht so viel anfangen konnte. Ja, die Goldverschwörung steht ja auch in meinen Regalen. Ich finde das Buch sehr gut. Könnten Sie mal kurz sagen den Leuten da draußen, warum sich das eventuell immer noch lohnt zu lesen, obwohl es ja Anfang der 2000er Jahre erschien? Das lohnt sich deshalb zu lesen, weil die Problematiken im Finanzsystem sehr gut beschrieben werden von Ferdinand Lips und letztendlich auch aus der Historie heraus, was hier an Wissen drin steckt. Was Anfang, ob das jetzt mit der Gründung der amerikanischen Notenbank zu tun hat, über Bretton Woods, über das Schließen des Goldfensters 1971 durch Nixon. Man kann nur gewinnen bei der Lektüre dieses Buches. Okay, dann kommen wir doch vielleicht mal zu den Ursprüngen des Gelds. Wie hat es denn angefangen? Also in der Höhle, als alle noch in der Höhle lebten, da brauchte man ja noch kein Geld. Warum brauchte man plötzlich irgendwann mal Geld? Der Mensch sucht ja immer wieder aus der Logik des Handelns heraus, sucht er sich besser zu stellen. Und da ist der Mensch sehr erfinderisch und aus diesem Bestreben heraus dürfte wohl, und Karl Menger hat es auch in seinen Grundsätzen der Volkswirtschaft mal schön beschrieben, dass Geld spontan aus dem Markt heraus entstanden ist, aus freien Markthandlungen, das ist zu betonen, entstanden ist, und dass Geld keine staatliche Erfindung ist, wie das vielfach dargelegt wird. Und Mises hat dann später in seinem Regressionstheorem hat er auch dargelegt, warum Geld ursprünglich aus dem Markt heraus entstanden sein muss, ursprünglich mal eine Ware gewesen sein muss, die sich dann letztendlich als das Gut herausentwickelt hat, das am besten Absatz und absatzfähig war und das sich am besten zum Tauschen geeignet hat. Gut, jetzt haben Sie eine Frage, die ich noch gehabt hätte, schon beantwortet, nämlich ist Geld eine Ware? Sie sagen, es ist ja zu beantworten. Aber Sie sagten gerade, der Staat ist eigentlich nicht derjenige, der das Geld erfunden hat. Hat er aber das Papiergeld erfunden? Der Staat hat sich halt immer wieder eingemischt. So war es schon immer. Er hat immer wieder die versucht und hat es in der Regel auch immer geschafft, die Macht, das Geld an sich zu reißen. Und Papiergeldsystem, wenn Sie das konkret ansprechen,
Gude Hülsmann hat es, glaube ich, mal gesagt, das kann freiwillig nicht entstanden sein. Es war immer, muss ein Zwangsakt gewesen sein von Seiten des Staates, weil freiwillig würden sich Menschen ein Partikelsystem nicht antun. Gibt es denn Unterschiede des Geldes früher und heute und wie ist so weit gekommen? Gut, klar, Unterschiede gibt es insofern, dass früher, sagen wir mal im 19. Jahrhundert, Geld noch an Gold gebunden war. Das heißt, es war nicht beliebig vermehrbar. Und im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden diese Bindungen an das Gold letztendlich immer weiter gelockert. Grundsätzlich auch vor Kriegen, um letztendlich diese Kriege überhaupt finanzieren zu können. Und 1971, ich hatte das vorhin schon erwähnt, ist letztendlich die letzte Bindung gefallen zwischen Gold und dem US-Dollar. Und viele haben schon gesagt, wir leben seitdem in dem größten Experiment aller Zeiten. Ja, aber wo Sie das gerade ansprechen mit den Kriegen, also das Erste, was die Kriegsparteien gemacht haben im Ersten Weltkrieg, sprich das Deutsche Reich, die Franzosen und die Engländer, sie sind vom Goldstandard abgerückt, um sich das überhaupt leisten zu können, was danach folgte. Stimmt doch so, oder? Ja. Das ist richtig, weil man kann es nicht exakt sagen, aber wahrscheinlich wäre der Krieg nach 14 Tagen zu Ende gewesen, weil kein Geld mehr da gewesen wäre. Ja, also es ist eigentlich auch so, das können wir mal kurz behandeln. Unter einem Goldstandard wäre Krieg führen nicht so einfach, oder? Sie müssen ja die Kosten für das Krieg führen irgendwo herkommen. Zum einen leidet die Wirtschaft darunter, das heißt die Steuereinnahmen gehen zurück. Auf der anderen Seite brauchen sie enormes Geld, um überhaupt den Krieg finanzieren zu können. Und da ist es letztlich klar, dass wenn ich dann, um das finanzieren zu können, wenn ich mich nicht verschulden kann, nicht beliebig verschulden kann oder kein Geld drucken kann, dann vielleicht die Steuern erhöhen müsste. Das würde einfach schlicht und einfach nicht funktionieren. Mhm. Wie wird denn überhaupt Geld geschaffen? Geld schaffen in erster Linie die Zentralbanken. Sie schaffen es aus dem Nichts. Und basierend darauf schaffen auch die privaten Banken, die Geschäftsbanken, Geld per Kreditausgabe aus dem Nichts. Sie verwenden letztlich als Basis dafür die Einlagen, die sie von ihren Kunden bekommen. Und im nächsten Moment, sie müssen nur eine einprozentige, mittlerweile nur noch einprozentige Mindestreserve vorhalten. Und das Geld entsteht in Form von Kredit aus dem Nichts. Und das Geld, das die Zentralbank schafft, ist das durch irgendwas gedeckt? Da ist nichts gedeckt. Natürlich gibt es noch irgendwelche Goldreserven, aber es ist keine Deckung. Sie können ja zur Notenbank nicht hingehen mit einem 100-Euro-Schein und sagen, ich hätte gern Gold. Das geht nicht. Insofern eine Deckung ist nicht mehr da. Aber man könnte doch sagen, dass zum Beispiel das Steueraufkommen das Geld deckt. Also die Arbeitsleistungen, die potenzielle der Bürger in dem jeweiligen Land. Das wird häufig argumentiert, ja, dass ja letztendlich auch irgendwas dagegen steht. Und ich habe auch schon die Argumente gehört, ja, da sind ja auch Straßen da. Das nützt mir aber alles nichts, weil ich persönlich habe darauf keinen Anspruch. Ich kann mein Geld nicht einlösen und bin letztendlich mit meinem Geldwert, den ich da in Form eines Papierscheines in der Hand halte, letztendlich dem Goodwill ausgeliefert, wie viel eine Institution, die ich wiederum nicht beeinflussen kann, zusätzlich von diesem Geld schafft. Insofern, wir haben ein ungedecktes, ein immaterielles Geldsystem. Auch häufig wird gesagt, dass Geld arbeitet. Wie arbeitet denn Geld? Geld arbeitet nicht. Wohlstand entsteht in Form, dass Menschen miteinander Handel treiben, dass Güter hergestellt werden. Und je mehr Güter in einer Volkswirtschaft vorhanden sind, umso reicher kann man eine Gesellschaft bezeichnen. Aber Geld selbst arbeitet nicht. Also ich habe es noch nicht arbeiten sehen. Mhm. Jetzt haben Sie aber auch gesagt, dass Geld ja durch Kreditschöpfung in die Existenz kommt. Heißt das eigentlich letztendlich, dass eine Verschuldung auf verschiedensten Ebenen von vornherein damit losgetreten wird? Natürlich. Letztendlich steckt in diesem, Mises hat es mal formuliert, dass in diesem Geldsystem der Keim, es trägt den Keim der Zerstörung schon in sich. So hat er es mal beschrieben.
in dem Geldsystem steckt praktisch die Überschuldung schon drinnen. Das hat die verschiedensten Gründe. Einmal wird durch die Kreditschöpfung der Zins immer weiter nach unten gedrückt. Und wenn ich dann eine permanente Inflation, also Preissteigerung, produziere, dann dränge ich letztendlich die Menschen sogar in den Kredit hinein, weil sie spüren, dass sie mit Ansparen auf irgendwelche Güter hin, auch eine Immobilie hin, so schnell überhaupt nicht sparen können, wie die Güter durch die Preisinflation teurer werden. Ja, Sie haben jetzt die Inflation angesprochen. Da gibt es immer wieder mal diverse Definitionen von Inflation. Was ist denn Inflation und warum ist das schlecht aus Ihrer Sicht? Es gibt in der Tat verschiedene Inflationen. Die gängigste, wenn ich heute auf der jemand frage, was ist Inflation, sagt er, wenn die Preise steigen. Das ist das, was man den Menschen so in die Köpfe gebracht hat. Die Österreicher definieren die Inflation als ein Ausweiten der Geldmenge. Mhm. Und gedreht hat sich das, dieses Definieren vor knapp 100 Jahren, als der Ökonom Irving Fisher damals in seinem Buch The Making of Index Numbers empfahl, die Kaufkraft des US-Dollar gegenüber einem Preisindex zu definieren und dann stabil zu halten. Und so machen es mittlerweile heute alle Notenbanken weltweit, wobei man hier noch anmerken muss, dass die Herren Notenbanker unter Preisstabilität verstehen, sogar wenn die Preise bis zu 2% steigen. Beziehungsweise sie versuchen, sie sogar bis zu 2% steigen zu lassen, um ja von einem Niveau des Preisrückganges weit genug entfernt zu sein. Also wenn die ein Inflationsziel haben von 2% und das erreichen, was passiert denn dann so im Laufe der Zeit mit meinem Geld oder Ihrem? Ja, man, das können wir jetzt ausrechnen. Ne? Das wird ihm jedes Jahr wird 2% weniger wert. Vorausgesetzt, dass die Teuerungsrate auch der Realität entspricht. Ja, aber die sagen doch immer, die Zentralbanker, Inflation sei was Tolles. Ja, die im Vergleich zur Deflation. Weil eine panische Angst vor Deflation herrscht. Das ist genau. Das Problem. Und da wäre auch die Frage, ist das denn tatsächlich etwas Schlechtes? Wir müssen Deflation unterscheiden von Deflation. wenn ich ein natürliches Geldsystem habe, und die Gütermenge wächst schneller, als die Geldmenge wächst, dann habe ich ein tendenzielles Fallen der Preise. Und wenn diese Art von Deflation hat eigentlich was Gutes, weil es die Kaufkraft der breiten Bevölkerung stärkt. Ja. Eine Deflation in einem Papiergeldsystem, das ist das, wovor die Notenbanker und Politiker gegenwärtig Angst haben. Man spürt es ja regelrecht, weil sich in dieser Deflation, in dieser kreditbeladenen Wirtschaft und auch die kreditbeladenen Privaten, wenn hier beginnen die Preise nachhaltig zu fallen, dann gibt es richtig Probleme, weil nämlich Kredite en masse ausfallen werden, weil die Kredite ja nicht abwerten wie in einer Inflation, sondern sie werden ja auf. Preise würden zurückgehen, Löhne würden zurückgehen, Unternehmensumsätze würden zurückgehen, Steuereinnahmen des Staates würden zurückgehen, aber die Kredite bleiben und die Belastungen aus den Krediten. Für ein Papiergeldsystem ist das tödlich. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann sind Zentralbanker eigentlich dafür da, um Preisstabilität zu garantieren. Und das Mandat der Federal Reserve besagt das ganz expresses Verbes. Aber auf der anderen Seite betreiben sie Inflationsschürung. Ja, ich habe das ja gerade beschrieben. Man geht mit einem gewissen Abstand an dieses Ziel heran, um ja nicht in die Deflation zu geraten, weil es ein Papiergeldsystem eben nicht verträgt. Aber an der Stelle muss man noch eines ergänzen. Dieses immerwährende Preisstabilität gewährleisten. Auch da hat man den Menschen etwas, letztendlich einen Floh ins Ohr gesetzt, weil stabile Preise kann es nicht geben, genauso wie es eine stabile Wirtschaft oder überhaupt eine stabile Welt nicht geben kann. Es können sich ja in den Preisen, die ja letztendlich Knappheit anzeigen sollen oder Überschüsse anzeigen sollen. Wenn ich dann die Preise stabil halte, können sich
diese Knappheiten und Überschüsse überhaupt nicht mehr zeigen. Wenn die Bevölkerung beispielsweise unsicher ist und lieber mehr Geld hält als Güter nachfragt, dann würden die Preise sinken und würden dadurch den Marktteilnehmern etwas anzeigen. Und ab einem gewissen Rückgang der Preise würden die einzelnen Marktteilnehmer vielleicht wieder es kaufen anfangen, es investieren anfangen. Und all das wird durch dieses Preisstabilität gewährleisten, wird alles ausgeschaltet. Wer sind denn eigentlich die Profiteure dessen, wie das Geldsystem derzeit läuft? Profiteure sind diejenigen, die das neu geschöpfte Geld letztlich als erstes erhalten. Dazu zähle ich Staat und das Bankensystem. Und wenn es Gewinner gibt, gibt es Verlierer. Das sind alle, die letztendlich in der Kette irgendwo hinten dran stehen und die das Geld am Ende erhalten. Manche erhalten von neuem Geld gar nichts. Oder die Empfänger von Nominaleinkommen, die vielleicht erst mit Verspätung an gestiegene Preise angepasst werden, das sind die Verlierer. Eine aktuelle Frage, das hat damit zu tun. In Foreign Affairs, der Zeitschrift des Council on Foreign Relations, wurde vor kurzem das Argument gebracht, dass die Zentralbanken doch den Leuten direkt Cash aushändigen sollen. Was halten Sie denn davon? Mises hat da mal einen Beitrag, glaube ich, geschrieben, der hieß Verstaatlichung des Kredits. Und letztendlich sind das die Wege, die man da beschreibt oder beschreitet, dass letztendlich Institutionen, seien sie unabhängig oder staatlich, letztendlich bestimmen, wer Kredit bekommt. Also das sind die Wege, die dahin führen. Ich kenne den Artikel und ich habe in dem Moment an Mises denken müssen, an diesen Beitrag Verstaatlichung des Kredits. Ja, wir werden auch darauf dann verlinken zu diesem Interview, damit die Leute sich das mal anschauen können in Foreign Affairs. Ja. Eine Frage, die ich auch hätte, wäre, wie ist denn das, also da wird Geld aus dem Nichts geschöpft. Gegen dieses Geld kann man aber tatsächlich was kaufen. Ist das so, dass die Leute, die am meisten vom Geldsystem profitieren, auch gar nicht so sehr das Geld an sich halten, sondern dadurch dann Sachwerte erwerben? Sagen wir mal große Ländereien und dergleichen, und sind sie dementsprechend auch allen anderen im Grunde etwas voraus, weil sie tatsächlich Dinge besitzen, die nicht vergänglich sind? Also es schadet definitiv nichts, in einem Papiergeldsystem bereits reich zu sein, weil sie ihr bestehendes Vermögen, gleich in welcher Form, ob das Aktien, ob das Immobilien, ob das Ländereien sind, können Sie als Sicherheit einsetzen, um weitere Kreditmittel zu bekommen. Sie müssen es ja nicht unnötig hochhebeln, um letztendlich sich weitere Sachgüter, Aktien, Immobilien, Ländereien anzuschaffen. Insofern schadet es nichts, bereits reich zu sein. Und es ist furchtbar schwierig, bis hin zu unmöglich, dass jemand, der praktisch bei Null anfängt, mit einem vergleichsweise normalen Job hier irgendwo nochmal ein großes Vermögen anhäufen kann. Jetzt ist es so, Ihr Buch ist ja auch als Gegenentwurf zu Thomas Pikettys Bestseller gemeint. Ist das eine Dimension, die wir jetzt gerade besprochen haben, die in seinem Buch überhaupt vorkommt? Piketty macht ja den Kapitalismus in allererster Linie verantwortlich dafür, dass Reiche reicher werden. Und oder dass sich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter öffnet. Und das ist das perfide daran, dass alle die Missstände, die wir heute in der Volkswirtschaft haben, einem Kapitalismus angelastet werden, den es ja in der Praxis überhaupt nicht gibt. Und das, was er zur Lösung vorschlägt, nämlich Steuern zu erhöhen und Erbschaftssteuern, Vermögensteuern einzuführen, das ist ja völlig kontraproduktiv. Weil die Steuern müssten nach unten, der Staat müsste eher sich zurückziehen. Mhm. Und insofern, aber vielleicht noch ein Wort, ist als Gegenstück oder als Anti-Piketty, wir haben uns da dann im Anschluss positioniert, das ist richtig, aber es lagen natürlich nur 2 Monate zwischen dem, als Pikettys Buch herauskam und unser Buch. Insofern
haben wir uns halt seine Argumente angeguckt und haben versucht, so ein bisschen in seinem Fahrwasser zu schwimmen. Ja, aber glauben Sie, man muss schon einen Unterschied machen zwischen Kapitalismus und Finanzkapitalismus, zumindest dieser Tage? Ja, absolut. Mein Kapitalismus, der Begriff ist grundsätzlich schon mal negativ besetzt. Aber ansonsten, wenn wir das jetzt mal mit freier Marktwirtschaft, völlig unbehinderter Marktwirtschaft übersetzen würde, da würde sich manche Kritiker schon schwer tun, weil wer kann eigentlich was gegen freie Marktwirtschaft haben? Und das, was wir derzeit sehen, ist in der Tat Finanzkapitalismus, weil unser Finanzsystem, aber auch das liegt im Papiergeldsystem begründet, für die Realwirtschaft völlig überdimensioniert ist. Hat denn die Krise, in der wir stecken seit einiger Zeit, ist das dann also weniger in Ihrer Sicht eine Krise des Kapitalismus, sondern eher des Geldsystems? Es ist absolut eine reine Krise des Geldsystems. Das, inwiefern? Inwiefern? Weil wir derzeit an die Grenzen der Verschuldung zu stoßen scheinen. Die Zinsen sind praktisch bei Null. Und ich muss da nochmal Mises zitieren. Er hatte mal geschrieben, ich glaube in Theorie des Geldes in der Umlaufsmittel, dass man, wenn man einen Boom aufgrund von Kreditexpansion befeuert hat, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sagt, okay, wir hören jetzt auf damit und man lässt eine Rezession zu. Dieser Punkt, das war, als praktisch die Immobilienkrise ausgebrochen ist oder als Lehman pleite ging. Aber man hat sich ja dagegen entschieden. Man hat also praktisch eine echte Bereinigung nicht zugelassen. Und Mises sagt weiter, wer sich dann aber letztendlich dafür entscheidet, weiterzumachen, das wird unweigerlich letztendlich im Währungszusammenbruch enden. Ja. Wie kommt es, dass Privatbanken letztendlich doch mehr Geld schaffen als der Staat? Ja, der Staat selbst in dem Sinn schafft ja kein Geld. Es ist eine Zentralbank. Und die Geschäftsbank, die privaten Banken haben letztendlich das Privileg, Geld schöpfen zu dürfen. Sie und ich, wir dürfen das nicht. Jetzt sagen Sie, dass nicht unbedingt immer gesagt ist, wenn eine Zentralbank da ist, dass die tatsächlich staatlich ist. Also zum Beispiel, ich glaube, in Belgien und in Italien ist das tatsächlich ein bisschen anders als, sagen wir mal, die Bundesbank. Ich weiß nicht, ob es zielführend ist, wenn man sich jetzt an Formulierungen wie unabhängig und staatlich festhält. Das, was wir derzeit sehen, ist ja letztendlich, dass die Notenbank auch politisch getriebene sind und letztendlich weit, weit über ihr Mandat hinausgehen. Insofern weiß ich nicht, ob es was bringt, jetzt über einen Begriff Unabhängigkeit staatlich oder nicht staatlich zu definieren. Notenbanken tun weltweit das Gleiche. Sie schöpfen Kredit und schaffen mit Zentralbankgeld die Möglichkeit, dass Privatbanken Kredite schöpfen. Und insofern ist das zweitrangig. Was halten Sie denn von der These, dass das Niveau der wirtschaftlichen Aktivität von den Kreditvergabeentscheidungen der Banken abhängt und von den Rückzahlungsentscheidungen der Kreditnehmer? Ich zitiere jetzt hier aus einem Artikel, den ich übersetzt habe von Steve Keen. Da wird nämlich gesagt, wenn Banken schneller herleihen oder die Kreditnehmer langsamer zurückzahlen, wird es einen Boom geben. Wenn es umgekehrt ist, wird es einen Konjunktureinbruch geben. Beziehungsweise, wie die Bank of England es ausdrückt, wenn neue Kredite einfach alte wettmachen, die zurückgezahlt werden, dann gibt es keine Wirkung. Aber wenn neue Kredite die Rückzahlungen übersteigen, dann wird sich die gesamtwirtschaftliche Nachfrage erhöhen. Glauben Sie, das ist so? Und wenn ja, was hat das denn für Konsequenzen? Also es das ist heißt so, dass ja, das wird ja heißen, wir müssen uns permanent verschulden. Es gibt eine schöne Grafik. Ich habe die Zahlen allerdings nicht im Kopf, die in der Grafik drinstecken. Aber es gibt eine schöne Grafik, die war jetzt im neuesten Buch von im Finanzbuchverlag in einem Buch erschienen, wo man sieht, dass $1 Kredit nur noch so und so viel Cent Wachstum hervorbringt. Ja, das hat auch abgenommen im Laufe der Zeit. Das hat massivst abgenommen. Also wir hatten zwischendrin mal eine Phase, wo $1 neuer Kredit praktisch überhaupt kein Wirtschaftswachstum mehr hervorgebracht hat.
wo wir überhaupt noch nicht drüber gesprochen haben, aber das vielleicht an der Stelle machen müssten, durch die Kreditschöpfung und wird ja letztendlich ein künstlicher Boom ausgelöst. Mhm. Und dieser künstliche Boom führt ja dazu, dass Investitionen in Angriff genommen und getätigt werden, die nicht in Angriff genommen worden wären, hätte das Geld zuvor angespart werden müssen oder wäre es nicht aus dem Nichts geschaffen worden. Und diese Fehlallokation, diese Fehlinvestitionen von Ressourcen, von Kapital, von Bodenschätzen, von Arbeitskraft, die haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, müssen wir aber an der Stelle tun. Machen Sie das bitte. Bitte? Machen Sie das bitte. Ja, diese Fehlallokationen, die müssen sich immer bereinigen. Und das ist das, was jetzt 2007, 2008, was der Markt tun wollte. Er wollte das bereinigen, diese ganzen fehlgeleiteten Kapitalströme etc. Es sind in Spanien viel zu viel Immobilien gebaut worden. Wir haben genau genommen zu viel Banken, Automobilsektor, gleichwo. Aber man lässt es nicht zu. Und insofern hat es auch damit zu tun, dass letztendlich neue Kredite immer weniger Wirkung haben. Und eines noch, was Sie gerade in Ihrer Frage angesprochen hatten, das ist klar, wenn ich einen privaten Kredit oder eine Bank einen Kredit schöpft und der wird zurückgezahlt, dann verschwindet dieses Geld wieder, das vorher entstanden ist. Das ist richtig. Und insofern, wir brauchen in diesem Geldsystem, ist es notwendig, dass permanent die Geldmenge wächst, sonst kommt es zur Rezession. Gut, dann schauen wir gleich mal, was es für Alternativen geben könnte und machen einmal kurz Musik. In der still andauernden Nacht auf dem einsamen Gipfel des Berges beim Blick zum Himmel, überwältigt von der Leere zwischen den Punkten aus vergangenem Glanze und ebenso für immer verglühtem Licht, sinne ich auf die Eiseskälte, welche zwischen den Sternen in dem weiten dunklen Raume ist. Es leuchten die Punkte und künden vom Ende der Zeit und davon, dass nicht so beständig wie die Vergänglichkeit. Vergänglichkeit. Vergänglichkeit.
Da sind wir jetzt wieder zurück, liebe Freunde des Jungle Drum Radio. Und die nächste Frage, die ich an Herrn Marquardt hätte, wäre, Sie haben schon mal den Begriff natürliches Geld verwendet. Was ist das? Natürliches Geld oder ein natürliches Geldsystem haben wir dann, wenn die Marktteilnehmer frei entscheiden können, welches Geld sie verwenden können und letztendlich auch jeder theoretisch Geld herstellen kann. Ich gehe in eine Goldmine oder habe eine Goldmine und schürfe danach Gold und das gebe ich anschließend als Goldmünzen heraus. Den Marquardt. Marquardt-Dollar zum Beispiel. Marquardt-Gold-Dollar. Ja. Aber es ist so, wenn wir beide Jauche verwenden wollten als Geld untereinander, könnten wir das auch machen. Das muss kein Gold sein. Ob diese absatzfähig wären. Ja, aber grundsätzlich... Oder ob die Menschen letztendlich Vertrauen in dieses Geld hätten, dass wir beide dann da hätten. Da müssen wir auch noch gleich drüber sprechen, über das Vertrauen. Aber grundsätzlich ist es ja so, wenn zwei sich darauf einigen, was sie als Geld benutzen wollen, dann ist das völlig legitim. Und das ist zum Beispiel bei dem staatlichen Geld ja gar nicht gegeben, weil da wurde eigentlich niemand gefragt, ob er das verwenden möchte. Er muss es verwenden. Das ist richtig. Aber wenn zu dem natürlichen Geldsystem, das Problem ist, dass heute sich niemand vorstellen kann, wieso es funktionieren kann, weil wir alle in diesem Geldsystem, in dem wir uns befinden, aufgewachsen sind. Aber die Menschen sind unheimlich intelligent. Man sieht es ja an den technologischen Dingen, die wir hervorbringen können. Der Markt ist ein Entdeckungsverfahren. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass wenn die Menschen es überlassen bekommen würden, sich selbst ihr Geld zu suchen, herauszufinden, was sich als Bestes, am besten als Geld eignet, dass das problemlos funktionieren würde. Sicherlich besser, wie wenn der Staat es in die Hände nimmt. Und wenn Sie aufklären wollen, was Geld ist, dann ist das doch eigentlich auch Ihre Zielsetzung, dass die Menschen da mal hinkommen, nämlich tatsächlich mündige Entscheidungen in Sachen monetärer Sphäre zu treffen. Ja klar, aber nochmal, das ist kann sich heute halt jemand schwer vorstellen, aber es wäre schon ein unheimlich erfolgreicher Schritt, wenn wir einen Währungswettbewerb zulassen würden. Von mir aus kann der Staat gerne sein Geld weiter behalten, das staatliche Geld. Die Frage ist, welches Geld die Menschen dann lieber verwenden würden, wenn sie sehen, dass das freie Marktgeld um einiges stabiler wäre. Das würde natürlich auch den Staat mit seinem Geld dann unter Druck setzen, hier ein bisschen verantwortungsvoller mit umzugehen. Also Konkurrenz kann in Sachen Geld nicht schlecht sein. Konkurrenz und Wettbewerb ist ja immer gut. Das sehen wir draußen in der Wirtschaft. Wettbewerb ist das absolute Muss, damit sich neue Dinge entwickeln, neue Technologien entwickeln. Und genau das Gleiche gilt für das Thema Geld. Absolut das Gleiche. Ist denn jetzt nur Gold in Ihrer Sicht richtig natürliches, gutes Geld? In der Vergangenheit waren es Edelmetalle. Aber was es sonst sein könnte, ich würde einfach an der Stelle wieder vorschlagen, überlassen wir es den Menschen. Und wenn sie Bitcoin verwenden wollen, dann sollen sie es doch verwenden. Kürzlich habe ich mal gelesen, dass jemand irgendwo, ich habe das jetzt nicht weiterverfolgt, einen goldgedeckten Bitcoin schaffen will. Bitte, sie sollen das tun. Habe ich interviewt, letztens in London. Okay. Jens Golds wird die erste goldgedeckte Kryptowährung der Welt im Oktober herausgeben. Ich habe mir da auch erklären lassen, wie es geht. Also das ist eine ganz spannende Sache. Jetzt kommen wir aber nochmal zurück, was Sie als Lösungsansätze sehen. Und da möchten Sie wohl auch sehen, dass private Banken tatsächlich nicht einfach Geld schöpfen können, wie sie lustig sind, sondern sie sollten auch sowas wie Reserven haben. Sie sollten in jedem Fall 100% Reserven haben. Und wir müssen dahin kommen, dass wir letztendlich unterscheiden, ob jemand sein Geld zur Bank bringt, um es dort verwahren zu lassen. Und in dem Moment ist die Bank verpflichtet,
es 100% als Reserve vorzuhalten. Und wir müssen unterscheiden zwischen dem Vorgang, dass jemand sein Geld zu einer Bank bringt und der Bank ist ausdrücklich erlaubt, es weiter zu verleihen. Und ja, in dem Moment natürlich auch hergehen muss und auf die Verfügbarkeit seines Geldes für die Zeit, über die er sich mit der Bank einigt, verzichten muss. Da müssen wir hinkommen und dann brauchen wir auch keine Zentralbanken mehr. Ja, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt mein Geld zur Bank bringe? Die fragen mich ja gar nicht, ob sie es verleihen dürfen. Warum machen sie es denn? Warum ist das so geregelt, dass sie das machen dürfen? Darüber hat Huerta de Soto, ich glaube, bestimmt 100 Seiten geschrieben, mindestens, oder 150. Wenn Sie das Geld zur Bank bringen, denken Sie, Sie deponieren das dort und die Bank denkt, oh toll, der Herr Schall, der leiht uns Geld. Und der Staat toleriert das. Das ist ein, rechtlich ist eigentlich nicht völlig klar geregelt. Mhm. Und das ist die Problematik. Der Staat schaut zu und Philipp Bagus hat es, glaube ich, mal als Franchise-System bezeichnet, das Bankensystem. Ja. Also so eine Art, also es gibt dann das große McDonald's Headquarter und dann viele kleine, genau, McDonald's. Ja. In der heutigen Zeit ist es ja so, dass immer mehr Leute tatsächlich sich das anschauen mit dem Geldschöpfungsprozess. Und ein Problem, was Sie da ausmachen, ist der Zinseszins. Sehen Sie das als ein signifikantes Problem, wenn überhaupt? Nein, absolut nicht. Das sind ja häufig Zinskritiker, die mit diesen Argumenten kommen. Und der Zins selbst ist nicht das Problem, kann es gar nicht sein, weil der Zins ein natürliches Phänomen ist. Mises hat es mal als Urzins bezeichnet, einfach weil Menschen Gegenwartsgüter anders werten als Güter, die sie erst in Zukunft bekommen. Und der Mensch will immer gleich haben. Und darin verbirgt sich letztlich der Urzins. Also einen Zins kann man nicht abschaffen. Insofern stellt sich auch die Problematik eines Zinseszinses. Ja, hat eigentlich auch was mit Übernahme von Risiko zu tun. Also wenn ich Ihnen Geld verleihe, sagt mir ja keiner, dass Sie es mir wiedergeben, oder? Das ist richtig. Also von daher, das ist das, was man so unter dem Kapitalzins versteht. Aber nochmal das, was ich gerade beschrieben habe, und das ist eigentlich noch ein Schritt weiter vorne dran. Es ist dieser Urzins alleine, der aus dem menschlichen Werten von Dingen, der Mensch wertet immer, der entsteht hier heraus. Und dieses Werten bei den Menschen, das kann man nicht abschaffen. Das würde bedeuten, dass sie nicht mehr handeln. Also das ist unvorstellbar. Ja. Okay, dann kommen wir vielleicht mal dazu zum Chicago-Plan. Der klingt ja bei Ihnen etwas an. Jetzt sind Sie nur, gehen Sie ja so weit, dass Sie sagen, eigentlich bräuchte es gar keine Zentralbank mehr. Bei dem sogenannten Chicago-Plan, den viele Leute derzeit Beachtung schenken, da muss aber eine Zentralbank ja eigentlich dabei sein. Und da frage ich mich manchmal, das ist tatsächlich eine Frage, die ich habe, ob das nicht dann als Hintertürchen zur Wiedereinführung eines Goldstandards genutzt werden kann. Sie haben insofern recht, aber ein Goldstandard letztendlich beim Staat ist am Ende auch wieder keine Lösung, weil das hatten wir ja schon mal gehabt und wir haben ganz am Anfang schon besprochen, wie das immer wieder verwässert wurde und ich bin überzeugt davon, dass politische Kräfte immer wieder in dem Moment, wenn Geldbedarf da ist, auch das wieder verwässern würden. Insofern wäre das freie Marktgeld, der Währungswettbewerb, das ist das, was wir anstreben müssen. Verliert dann eigentlich in Ihrem Szenario auch die privaten Banken, verlieren die da an Macht über der Politik? Absolut, weil dann haben sie ja diese Symbiose nicht mehr. Ich erlaube dir Geld zu schöpfen, dafür leiste mir was. Immer dann, wenn ich was brauche. Da wäre dann auch absolut eine Trennung zwischen Staat und Bankensystem, von dem der Staat letztendlich profitiert. Aber dann ist da auch dementsprechend sehr, sehr viel vehementer Widerstand zu erwarten, oder? Klar. Insofern wird es auch noch sehr, sehr viel Arbeit und Aufklärungsarbeit bedürfen, bis wir dahin kommen. Ja. Was sehen Sie so für das internationale Geldsystem auf uns zukommen? Wir haben auf der ganzen Welt nur noch Papiergeldsysteme.
Wenn es irgendwo Probleme gibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass es nur ein Geldsystem betreffen wird. Dafür ist das international alles zu sehr vernetzt. Insofern, ja, also wir leben in spannenden Zeiten und da werden wir auch noch einiges auf uns zukommen sehen, die nächsten Jahre. Ja, eine Sache, die ich auch noch fragen wollte, weil ich es ja mit jemandem zu tun habe, der sich mit Ludwig von Mises sehr gut auskennt, ist eine Zukunftsaussicht, die Sie ins Auge fassen, der sogenannte Crack-Up-Boom, beziehungsweise ein bisschen unglücklich ins Deutsche übersetzt, Katastrophenhosse? Das ist ein absolut realistisches Szenario. Ich sehe es nicht vor der Tür. Weil letztlich wird dieser Crack-Up-Boom dann einsetzen, wenn die Menschen das Vertrauen in das Geld verlieren und es massiv die Geldhaltung reduzieren wollen. Dann entsteht ja dieser Crack-Up-Boom. Und die Menschen haben noch unglaublich viel Vertrauen, vielleicht auch mangels Alternativen in das aktuelle Geld. Sie halten sehr viel Cash, sie wollen Sicherheit haben, sie wollen keine Schwankungen haben. Ich kenne das ja aus meinem Tagesgeschäft. Insofern wird am Ende wahrscheinlich kommen, vielleicht auch ausgelöst durch irgendein Ereignis, das wir uns jetzt gerade nicht vorstellen können, an das auch keiner denkt. Aber am Ende wird dieser Crack-Up-Boom stehen. Da bin ich überzeugt von. Das heißt eigentlich dann eine Flucht in Sachwerte? Also egal eigentlich, was ich kaufen kann an Sachwerte, Hauptsache ich kriege mein Papiergeld, werde ich los. Das ist richtig. Das ist natürlich in einer Phase, der wir heute leben, wo wir eigentlich alles haben, in Anführungszeichen, ist es natürlich nicht so einfach, sein Geld dann irgendwie loszuwerden, weil zwei Kühlschränke im Haus genügen an und für sich und noch einen dritten und vierten macht in dem Moment nicht wirklich Sinn. Insofern wird dieser Crack-Up-Boom, den wir dann vielleicht sehen werden, wieder ganz anders ausschauen wie ein Crack-Up-Boom vor, ich weiß nicht wann, aber wie der ausschaut, auch das weiß heute niemand. Sie haben das V-Wort benutzt, es nennt sich Vertrauen. Warum bedarf unser Papiergeldsystem des Vertrauens, beziehungsweise steht denn das Vertrauen eigentlich im Zentrum des Ganzen? Das steht absolut im Zentrum. Jens Weidmann hat, glaube ich, vor 2 Jahren, dürfte das jetzt ungefähr sein, hat er so eine interessante Rede gehalten, wo er gesagt hatte, wörtlich, glaube ich, also ziemlich wörtlich, heutiges Geld ist durch keinerlei Sachwerte mehr gedeckt. Und er sagte, Banknoten sind bedrucktes Papier. Und letztendlich basiert das Papiergeld oder die Kaufkraft des Papiergeldes auf dem Vertrauen der Bevölkerung, dass man selbst damit auch wieder Käufe tätigen kann. Und das stammt von Jens Weidmann, der muss es eigentlich wissen. Ja, wie kommt das eigentlich, dass wir es beim Geld so häufig mit eigentlich auch religiösen Begriffen zu tun haben, wie Glauben, Gläubiger oder Schuld? Haben Sie dafür eine Erklärung? Also ich tendiere dazu, das damit in Zusammenhang zu bringen, weil Geld eben durch nichts gedeckt ist und das Geld schon seit langer Zeit in das Geldwesen in der Obhut des Staates ist. Und wenn ich jetzt ein Geld habe, bei dem ich jederzeit zu einer Lagerstelle gehen kann und mir dafür beispielsweise Gold oder beispielsweise Silber oder was auch immer holen kann, dann bedarf es dieses Glaubens gar nicht so sehr. Ich brauche dann lediglich Vertrauen, dass die Lagerstelle auch gut auf mein Geld aufpasst. Aber da muss ich halt notfalls Risikostreuung betreiben. Aber das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass einfach die Deckung nicht mehr da ist. Ja, und dieses Fiat, das ist ja auch ein religiöser Begriff im Grunde genommen. Es heißt ja so viel wie es werde Licht. Also ja, ist ja der Lateiner weiß das, genau, ja. Fiat Lux. Fiat Lux, lange ist es her. Ich weiß nicht, wer den Begriff dann aufs Geld übertragen hat. Fiat Money, aber wohl wahr, was derjenige da sich ausgedacht hat. Ja. Da wollte ich Sie noch eins fragen oder zwei Sachen zu Gold. Also zum einen, wie kommt es, dass die Austrians sich so gut aufs Gold verstehen, beziehungsweise so viel aufs Gold achten?
Weil es das Metall ist, das letztendlich aus der Historie der Menschen heraus schon wahnsinnig lange einen gewissen Status hatte und letztendlich aus der Erfahrung und aus der Handlung der Menschen immer wieder sind sie am Ende bei Gold gelandet. Das hat damit was zu tun, ganz sicher. Und letztendlich, wenn sie das Regressionstheorem von Mises anwenden, dann ist es ja par excellence letztendlich auf Gold anzuwenden, weil sie bei Gold irgendwann, wenn sie zurückgehen und gucken, wo es herkommt, und dann kommen sie gerade bei Gold auf den Punkt, wo sie sagen, hey, das war ja irgendwann mal kein Geld, das war ja, das haben die Menschen aufgrund von Schmuck oder sonst irgendwas wertgeschätzt. Und irgendwann haben sie gemerkt, dass es sich zum Tauschen eignet und es ist zu Geld geworden. Deswegen schätzen die Austrians das Gold so sehr. Und wo sehen Sie das Gold hingehen? Also jetzt gar nicht mal vom Preis her, das finde ich immer recht langweilig. Aber denken Sie zum Beispiel, dass Gold tatsächlich einen Weg ins internationale monetäre System zurückfindet? Das wird wahrscheinlich damit zusammenhängen oder davon abhängen, inwieweit es gelingt, den Menschen über das Geldwesen aufzuklären, bevor das Geld, das wir jetzt haben, sich zerstört. Wenn Schlüsselstellen oder wenn große Teile der Bevölkerung wirklich das echte Vertrauen in staatliches Papiergeld verloren haben, dann haben wir eher eine Chance, dass sich Gold in einer neuen Währungsordnung wiederfindet, als wenn nach wie vor große Teile der Bevölkerung das Geldwesen nicht verstehen und sich letztendlich vom Staat wieder das gleiche Papiergeld in die Hand drücken lassen, wie sie es zuvor hatten. Davon wird es wesentlich abhängen. Ja. Vorletzte Frage für alle Menschen da draußen, die nicht so materialistisch veranlagt sind, würde ich mal gerne fragen wollen, macht unser Geldsystem die Menschen materialistischer? Absolut. Das geht in jungen Jahren los. Ich habe das immer wieder hier bei mir im Tagesgeschäft. Wenn 25-Jährige oder 30-Jährige herkommen und sich mit 90%iger Finanzierung oder 100%iger Finanzierung eine Immobilie anschaffen wollen, weil die genau wissen, dass sie es über Ansparen nicht schaffen. Und die niedrigen Zinsen aktuell, die begünstigen das sogar noch, weil sich heute eine Immobilie leisten kann, die er sich vor 3 Jahren nicht leisten konnte. So, aber wenn er dann der Kredit aufgenommen hat, dann ist er letztlich ja in der Tretmühle drin. Und er muss sehen, wie er die Kreditraten beibringt. Und dann kommt noch eines dazu, wenn jemand was gespart hat, dann muss er schauen, wie er den Kaufkraftverlust des Geldes ausgleicht. Er muss sich wahnsinnig viel mit Geldanlage beschäftigen. Und wenn er Glück hat und wenn er gut ist, gelingt es ihm, die Kaufkraftverluste auszugleichen durch geschicktes Anlegen. Und weil das so schwierig ist und weil so viele Leute in dieser Kredittretmühle drin sind, dann schauen sie auch vermehrt immer nur, dass sie klarkommen. Und da wird nicht links, nicht rechts geschaut, sprich nicht nach anderen geguckt, die unter Umständen hilfsbedürftig sind. Da wird nach dem letzten Euro nachgejagt. Und so wäre denn meine letzte Frage, nehmen wir Geld zu wichtig? Für eine arbeitsteilige Gesellschaft ist Geld, ein funktionierendes Geld, sehr wichtig, weil die funktioniert sonst nicht. Weil wir sonst unsere Arbeit oder sonst in die Wirtschaft zurückfallen würden, wo wir alles selber machen müssen. Insofern ist Geld etwas Wichtiges. Aber es hat auch ein Stück weit mit der Frage zuvor zu tun, weil wir dem Geld so nachjagen. Insofern erscheint es etwas so Wichtiges zu sein. Aber wenn man natürlich schaut, dass Geld genau genommen ein Tauschmittel ist und in einem natürlichen Geldsystem ein Gut jedes andere sein könnte, dann würde dem wahrscheinlich gar nicht so viel Beachtung geschenkt wie heute. Im Gegenteil, vielleicht ist es so, weil der Staat sich heute ums Geld kümmert. Deswegen wird ihm so viel Beachtung geschenkt, weil man irgendwie spürt, dass es schlechtes Geld ist. Jedenfalls habe ich den Eindruck, dass immer mehr Menschen spüren,
dass mit unserem Geld etwas nicht stimmt. Gut, dann danke ich für dieses Gespräch und hoffe, dass Sie viele Leser bekommen werden. Ich sage nochmal, das Buch ist von Andreas Marquardt und Philipp Bargus, warum andere auf ihre Kosten immer reicher werden und welche Rolle der Staat und unser Papiergeld dabei spielen. Es ist erschienen im Finanzbuchverlag zu München. Ich habe es gelesen und für gut befunden und vielen Dank, Herr Marquardt. Vielen Dank, Herr Schall. Okay, Freunde des Jungle Drum Radio, ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen und ich verbleibe bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Heute, da die Nachrichten zu jedem Erdling reisen und mit nie gekannter Geschwindigkeit die Welt umkreisen, da wir auf Norderney wieder unseren Urlaub verbringen, nachdem wir in Guadalajara die Vögel bereits hörten singen, da der Mensch mehr kann, als er beherrscht und versteht und die rasende Zeit in einen Zustand des Stillstands übergeht. Da manch einer sich fragt, wohin mit all den Milliarden, während andere Zeitgenossen die viel profaneren Sorgen planen. Da wir so viel wissen könnten wie keine Generation zuvor und doch so bildungsarm sind gleich dem ärmsten Tor. Kleine Kinder verschwinden, nur um tot wieder aufzutauchen, indes sich Erwachsene en masse das bisschen Verstand wegsaufen. Da wir schädlichsten Einfluss auf das Klima nehmen und uns nach einer Deus Ex Machina sehnen. Da man nicht mehr zu sagen vermag, die Erde wird ewig bestehen, sofern sie noch heute kann in atomarem Feuer vergehen. Heute lass ich es bewenden mit dem Gedichte schreiben, vielleicht wird mich das weniger Denken zum Glück verleiten.